Freunde, hinter uns ist das Casino. Mir ist extrem kalt. Ich habe keine Ahnung, hier gibt es noch einen Eingang für VIPs. Ich fühle mich gerade richtig prominent. Also, wir suchen erstmal den Eingang und dann gehen wir rein. So, wir haben einen Bruder, vielleicht kommen wir hier. Bruder, bist du nervös? Bist du aufgeregt? Bis jetzt noch nicht, Bruder, aber ich denke, das wird kommen, sobald ich da reinlaufe. Du weißt, wie es ist. Was hat die Vorbereitung von anderen Vorbereitungen unterschieden? Das war jetzt diesmal sehr kurzfristig, aber dennoch hatte ich ein sehr gutes Training, sehr hartes Training. Ich bin auf jeden Fall vorbereitet. Bruder, wie kam der Wandel? Warst du wirklich, Bruder, du warst ja wirklich sehr, sehr dick. Wie kam der Wandel? Bruder, ich wollte einfach ein anderes Leben haben. Ich war satt, Bruder, dass man immer in mir den Dicken gesehen hat, weil ich wusste, dass in mir mehr steckt. Und ich habe einfach Spaß am Sport gefunden. Ich liebe Sport, ich liebe es, mich zu hauen, ich liebe Boxen. Ich mag Schläge zu kassieren, ich mag Schläge auszuteilen. Ich liebe es einfach, Bruder. Wann drehen wir unsere Folge? Inshallah jetzt demnächst, ja? Ich sag's immer wieder, Wallah Fett, komm mit dir, das ist das Parteste überhaupt, ehrlich. Boah, ich bin ein riesen Fan von dir. Ich von dir. Habibi, bleib gesund. Lass dich nicht länger auf. Ich geh's dir. Ich habe gestern gesehen, da gab es ein bisschen eine Welle. Hätte ich geschubst, irgendwie sowas. Ach so, ja, der wollte ein bisschen ankurbeln, was okay. Eigentlich für ihn dumm ist, weil ich habe mir gedacht, komm, viele haben gesagt, ey, wir sind gleiche Landsleute, macht nicht diese so. Und ich habe gesagt, Bruder, ich mache sowieso nur Sport. Dann sind wir ja so gekommen, dann ist er schon zu nahe gekommen, habe ich gesagt, Bruder, mach nicht diese Nasenberührung. Ich habe schon so gemacht. Hat er mich geschubst, habe ich gesagt, Bruder, ja, mach meine Augen dir gegenüber nicht schwarz, ist besser für dich. Kannst du eine Fight-Prognose abgeben? Bruder, ich kann eine Prognose abgeben, ich gehe rein. Ich gebe 100%. Ich kämpfe so, als ob es um mein Leben geht. Ich unterschätze niemanden. Habe ich ja bei Ioni auch nicht gemacht. Obwohl der nur ein Taschentuch war, womit ich mir den Arsch abwischen musste. Aber trotzdem kämpfe ich um mein Leben. Ich gebe alles. Ich versuche das abzurufen, was ich drauf habe. Weil ich habe auf jeden Fall was drauf. Vor allem dafür, dass ich kein Kampfsportler bin oder kein jahrelang Angemeldeter in irgendwelchen Gyms. Und gucken, ob ich das heute abrufen kann. Ich fühle mich gut. Ich bin tatsächlich schon wieder relativ ruhig, Alter. Ja? Ich freue mich tatsächlich auf deinen Kampf mit am meisten. Ich hoffe wirklich, dass du den richtig weghaust. Amama, Bruder. Habibi. Also, wir haben hier den nächsten Fighter, diesmal ein Pro-MMA-Fighter. Wir haben den Bruder Islam aus Österreich. Bruder, kannst du ein bisschen von dir erzählen, woher du kommst, was du genau machst und was du heute hier kämpfst? Ich bin Islam Kukayev. Ich bin ein MMA-Profikämpfer. Ich habe 5 Profikämpfe. Ich war jetzt am Vorbereiten für MMA-Kampf und der Gegner wollte mit mir boxen. Er hat letzten Zeiten nicht MMA trainiert. Habe ich dann auch gesagt, okay, ich fühle mich bereit. Boxen, Kickboxen, alles, weil ich trainiere alles. Du, für MMA brauchst du auch Boxen und Kickboxen und alles. Hast du irgendwas Besonderes? Hast du eine besondere Vorbereitung gemacht, dadurch, dass du ja vom MMA kommst und jetzt heute einen Boxkampf machst? So besonderen Vorbereitung habe ich nicht gemacht, aber ich habe so ein besonderes Plan für den Kampf. Okay. Vorbereitung habe ich nur normal MMA gemacht, aber ich habe jetzt meinen eigenen Plan. Okay. Können wir ein bisschen was vom Plan wissen oder geht das? Halt, der Gegner ist ein bisschen klein. Ich muss mit ihm halt Abstand halten und er soll ein bisschen aufpassen von meiner rechten Hand, okay. Würde ich sagen. Du siehst sehr, sehr stark aus, wirklich. Also, ich bin ein riesiger Fan von Islam. Ich bin sehr gespannt, wie der Kampf ausgehen wird. Danke. Und ich hoffe, dass du es machst. Ja. An dieser Stelle, Dankeschön, mein Bruder. Bruder, was sagst du, wer gewinnt heute? Bruder, ich sag dir ehrlich, Manuelsen macht das Ding, 100%. Ja. Ich hab mit Manuelsen vor kurzem, haben wir uns getroffen, weil ich ihn in mein Format eingeladen habe. Der hat ein ganz anderes Auftreten gehabt. Das war wirklich ganz, ganz crazy, wie er gesprochen hat, wie er da stand. Wie gibt's auch, Amar gewinnt auch 100%. Der Junge sieht maximum fit aus. Ja, ja. Ich hab auch in meinem Video gesagt, dass er... Er hat Hände, das ist nicht normal. Ach so, du bist... Ja, okay. Fighter, das, weißt du? Was geht ab, Cousins? Also Freunde, wir haben ja extra VIP-Karten bekommen, deswegen dürfen wir auch umsonst essen. Jetzt kommen wir warten. Endlich mal umsonst essen. Bruder, was esse ich als erstes? Ich bin auf Diät, weißt du? Scheiße, ey. Also, wir haben hier den nächsten Fighter. Wir haben ja auch gerade ein bisschen Schattenboxen gesehen. Ich habe direkt gesagt, der Junge kann auf jeden Fall fighten. Erzähl mal ein bisschen, Bruder. Wie bist du bereit? Bist du bereit? Bist du fit? Bruder, ich bin nicht fit, aber ich werde auf jeden Fall kämpfen. Egal, wie fit ich bin. Ich bin ein Krieger, ich bin ein Kämpfer. Ich gehe in jeden Kampf rein, egal gegen wen. Ich bin da. Egal gegen wen, auch wenn ich kein Boxer bin. Ich war noch nie im Verein, aber ich bin auf jeden Fall da, Bruder. Aber du kannst auf jeden Fall schon boxen, das haben wir gesehen. Bruder, geht's. Straßenboxen. Echt? Ja, nie im Verein geboxt. Das sah auf jeden Fall technisch echt gut aus. Dankeschön, Bruder. Sag dir ehrlich, Bruder, das sah echt super aus. Ja, danke. Frage, kannst du eine Prognose abgeben zum Kampf? Was, Bruder? Kannst du eine Prognose abgeben zum Kampf? Was heißt Prognose, Bruder? Du hörst auf jeden Fall krank an. Ich werde auf jeden Fall mit meinen 20 Kilo Eiern da reingehen, Bruder, und den Gegner komplett auseinandernehmen. Ja, wow, geiler Typ, Walla, feier ich. Okay, mein Bruder, ja, ich lass dich Bruder. Bruder.
kann schon sein, Boxen, Fokusboxen, sondern anscheinend heute nur Boxkämpfe sein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie der erste Kampf zustande kommt, also wie der erste Kampf wird. Die Halle ist noch relativ leer. Ich glaube, das dauert noch einen Moment, bis die andere Fighter kämpft. Ich glaube, die Veranstaltung wird wirklich sehr, sehr lang gehen. Aber okay, gucken wir zusammen. Meine Damen und Herren, ich werde hier gesandwiched von den Physio-Brothers. Hätte er mir auf Instagram folgt, der weiß, wer die Brüder sind. Die Jungs haben unter anderem Manuels unter ihrem Fittischen. Passen auf, dass Manu fit in den Ring reingeht. Wie fit ist Manu? Sehr, sehr fit. Sehr fokussiert, sehr konzentriert. Hat abgenommen, heute wird er siegen. Wir haben meinen Bruder Bilal Gold gefunden. Der Bruder, seit Monaten will ich mit dem einen Wir-Testen-Folge abdrehen, aber irgendwie kommt er nicht. Ich krieg Bilal Gold. Bruder, was denkst du, wer gewinnt, Manuels oder Wesemann? Walla, inshallah, Manuelsen. Und alles steht geschrieben. Also die erste Runde war echt stabil eigentlich, oder? Wobei man sagen muss, dass der Rabi heißt er, glaube ich. Der Typ wiegt, ich glaube, 40 Kilo mehr und ist 2 Kilo größer. Aber dafür macht der kleine Junge aus Frankfurt das echt gut. Und ich bin auch Frankfurter, also Team Frankfurt. Der ist einmal richtig schön abgedocht, das war richtig gut, ehrlich. Er muss auf die Bomben von den Großen aufpassen, weil wenn die einmal sitzen, dann sitzen sie. Aber wenn, sobald er sich viel bewegt und viel Bewegung bleibt, ja, ich bin gespannt. Ja, ja. Das sind beides TikToker. TikToker. Ja, ja. Geisteskranke Runde, ehrlich. Ich muss sagen, der Kampf macht Spaß zuzugucken. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange der Kampf gehen wird. Ob es 5 Runden, 4 Runden, keine Ahnung. Aber macht echt Spaß zuzugucken, ehrlich. Die zwei Jungs geben sich richtig. Und ich muss sagen, der Kleine aus Frankfurt hat meinen größten Respekt. Weil, Leute, der andere, also der Rabia, sieht aus wie ein Koloss neben ihm. Das ist brutal. Also, das Verhältnis ist wirklich geisteskrank. Aber macht auf jeden Fall Spaß zuzugucken. Was soll ich sagen? Weiter geht's. Let's go. Also, mein größter Respekt an den Italiener aus Frankfurt. Hey, gegen so einen Koloss musst du erstmal so weit kommen. Deswegen, mein größter Respekt. Der Junge konnte auf jeden Fall auch boxen. Also, ein paar Bewegungen waren schon schön zuzugucken. Aber im Endeffekt, der Unterschied ist einfach zu gewaltig. Also die Kraft, die da auf einen zukommt. Man hat schon gesehen, nach der 2. Runde hat der Junge überall geblutet. Deswegen, war abzusehen. Und er ist krank. Also man hört es auch, er ist wirklich krank. Oder dein Name und woher du kommst? Ömer Magritwitz, Bruder, jetzt. Auf welchen Kampf freust du dich am meisten? Manuelsen, wie heißt der nochmal? Bösemann. Bösemann, genau. Was denkst du, wer gewinnt? Ich denke, diesmal Manuelsen wird es machen. Was denkst du, warum? Bruder, ich glaube, der hat gut genug trainiert für heute. Also, wir haben einen Bruder aus Frankfurt hier. Wallah, er hat so stark gekämpft. Bruder, was sagst du kurz nach dem Kampf? Bruder, was soll ich dazu sagen, Bruder? Der Bessere soll gewinnen. Wir waren beide gleich stark. Also, was heißt beide gleich? Ich weiß nicht, wie wir gekämpft haben, aber ich habe mein Bestes gegeben, er hat sein Bestes gegeben. Wir sind Homies, wir sind cool und ja, er hat gewonnen. Was soll ich sagen? Ist halt, ich muss eine Sache sagen, ich bin selber Kickboxer. Und Bruder, deine Bewegungen, wie du teilweise dich bewegt hast im Ring, das sah wirklich, wirklich sehr gut aus. Echt? Findest du? Ehrlich? Danke, Bruder. Freut Bruder, mich. Ehrlich, es ist kaum zu glauben, dass du sagst, ich habe noch nie richtig trainiert. Hab noch nie wirklich Sparring gemacht. Nee, Bruder. Wirklich, also, wenn das stimmt, Bruder, mein vollsten Respekt, geisteskrank. Freut mich, Bruder. Freut mich zu hören. Ich werde dich auf jeden Fall anmelden. Ein Jahr Boxen, übernächstes Jahr MMA. Ich will nur noch kämpfen. Ich will nur noch fighten. Ich habe ein YouTube gemacht, das heißt, darin testen wir die gegenüberliegende Person, wie stark sie wirklich ist. Okay. Das heißt, wir trainieren ein bisschen und machen ein kleines Sparring. Wir zwei, gerne. Hast du Lust dabei zu sein? Natürlich, Bruder, sehr gerne. Bruder. Also, vielen, vielen Dank, Bruder. Auf den nächsten. Freut mich, Bruder. Mein sehr Bruder, gerne. Sehr, sehr, sehr stabiler Typ, ja, ehrlich. Ey, Bruder, also auf jeden Fall, fett, komm mit, die Kämpfe sind fast zu spät, komm, let's go. Also, sehr starke Runde von Dudi, wirklich überraschend. Ich hoffe, dass Omar noch die Segel umsetzt und mal endlich anfängt, Gas zu geben, weil er ist so inaktiv. Das hat man bei den letzten Kämpfen nicht gesehen. Ich glaube aber auch, dass er wirklich sehr, sehr nervös ist. Ich habe vorhin auch mit ihm gesprochen. Er war irgendwie ganz anders auf den Kämpfen davor. Aber ich hoffe, dass er jetzt langsam aufwacht und Vollgas gibt. Und wenn er genauso weitermacht, dann wird auch die Runde für sich entscheiden. Aber konditionell sieht es bei Fat Comedy nicht gut aus. Bei, wie heißt der andere? Bei Dudi sieht es genauso aus. Das ist auch nicht wirklich konditionell gut. Ich weiß nicht, es ist auch wieder ein Konditionskampf. Ich hoffe aber, wie gesagt, dass Fat Comedy das macht. Er muss halt einfach wirklich versuchen, mehr auszuteilen und vor allem viel auf den Körper zu gehen. Weil Power hat er auf jeden Fall. Er muss so richtig treffen. Nach vorne, Mann! Konditionell einfach nicht stark genug. Das ist das Problem. Power fehlt und vor allem, was ein ganz, ganz großer Fehler ist, ist mitschlagen. Deckung zu, raus. Nicht mitschlagen. Ah! Ja! Rein! Ja! Also
Also, auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Kampf von beiden. Komm, du, der hat für einige Überraschungen gesorgt. Ach, es geht noch eine Runde? Kämpfen wir noch eine Runde, oder? Krass. Also ich muss schon sagen, ne, das ist die fünfte Runde gewesen, glaube ich, gell? Jetzt kommt die sechste. Also, fünf Runden sind um. Konditionell ist das wirklich brutal anstrengend. Also Respekt an beide. Kondition ist wirklich geisteskrank. Ich bin gespannt, was die letzte Runde bringen wird. Also, schnacken wir gar nicht viel rum, gucken wir weiter. Dudi hat den Kampf gewonnen. Zu Recht, muss man sagen. Er war heute einfach der Stärkere. Ist halt so passiert. Was willst du sagen? Also, wir haben hier den Coach von Senad Gashi. Wie fit ist Senad? Senad ist gut drauf. Er hat sich eben ein bisschen locker gemacht und so. Jetzt später noch Backgammon. Für sich zu beruhigen. Ja, alles gut. Da kann alles passieren, denke ich. Und man muss vorsichtig sein. Und jedenfalls die erste Runde, wenn er dann ein bisschen das Distanzgefühl da ist bei Senad, und dann kommt alles automatisch. Stark, also ich freue mich auf den Kampf. Ich bin sehr gespannt. Job done. Gesehen? Mike Tyson ist alleine. Achso, meine Damen und Herren, wir haben ihn getroffen. Sinan G. Bruder, wie fandest du die Kämpfe? Wie fandest du Amar seine Leistung? Voilà, Amars Leistung wie erwartet abgerufen. Ich habe natürlich gehofft und auch vorausgesagt, dass er in der ersten Runde den K.O. haut. Aber ich muss sagen, ich bin von Abu Hamza positiv überrascht. Der hat sich auf jeden Fall gut gemacht. Eine Zeit lang sah das so aus, als ob Abu Hamza 5 Runden aushalten würde. Aber dann kam die bittere Wahrheit und die harten Schläge von Amar und die haben gezeigt, dass das nicht so ist. Amar, Mike Tyson. Mir machen deine Videos auch viel Spaß und ich hoffe, dass dein Kanal noch mehr wächst und dass wir noch einige schöne Videos machen können und die Leute natürlich unterhalten können. Inshallah. Ich grüße dein erstmal, Bruder. Das war der komischste Kampf, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Also ich habe keinen clean Treffer gesehen, ich habe auch allgemein keinen Schlag gesehen. Das war sehr komisch. Ich weiß nicht genau, was ich dazu sagen soll. Schreibt einfach in die Kommentare. Ich habe echt gar keinen Plan. Ich weiß auch nicht mehr, warum der Kampf abgebrochen worden ist. Kein Plan, ehrlich. Ich kann eigentlich immer was sagen, aber dazu kann ich echt nichts sagen. Was ich sagen kann, ist, dass über 90%, die meine Videos schauen, mir nicht folgen. Also tut es auf jeden Fall jetzt. Und schreibt einen Kommentar, weil das ist schon crazy. Also, der nächste Kampf, vorletzter Kampf, Senad Gashi vs. Amandu, das sympathische Arschloch. Ich bin gespannt, wie der Kampf abgeht. Also, let's go. Senad mit seinem geistkranken Anzug. Kriegst du deine Nummer? Kriegst du deine Handynummer? Ich hab's versucht. Also, erste Runde wirklich überraschend, sehr, sehr krass. Amandu kämpft wirklich sehr gut, sehr ruhig, klare Treffer, geisteskrank. Also, halt ich glaube, niemand hätte damit gerechnet. Pure Überraschung. Mal gucken, wie die zweite Runde wird. Einfach seine Hose ist gerissen. Zweite Runde hat Senad langsam ins Spiel gefunden. Ich bin wirklich sehr gespannt, was die dritte Runde uns zeigen wird. Ich bin wirklich sprachlos. Amandu hat den Kampf gewonnen. What the fuck? Wow, das ist eine Sensation. Glaub mir, das ist eine Sensation. Hätte man das überhaupt zu einem Face-Off erscheinen sollen, hat er nicht gemacht. Bruder, der macht ihn weg. Guck du! Manu! Thank you.
Neusel! Ich hab gesagt, vorbei! Wir machen einfach einen dritten Kampf. Aber jetzt wird uns einfach ein bisschen Pause lassen. Manu! Dann lassen wir auch Bösemann noch was zum Auge kommen. Ich will Manu gegen Manu. Ich will erstmal deinen Titel, aber trotzdem wärst du bereit, einen dritten Kampf zu machen. Ja, kein Problem, ich bin dabei. Natürlich, es ist immer noch aber starker Kampf. Ganz anders. Der Kampf Manuels Bösemann ist abgesagt worden. Anscheinend hat Manu einen Kopfschuss bekommen, der nicht gewollt war. Und deswegen muss der Kampf abgebrochen werden. Es gibt jetzt einen dritten Teil, Manuels Bösemann, auf der ich eventuell auch kämpfen werde. Aber lasst euch überraschen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergiss nicht, einen netten Kommentar da zu lassen, den Kanal zu abonnieren. Ansonsten, mein Name ist Azadi und wir waren heute hier bei der AAA-Veranstaltung in Tschechien. Hat mega viel Spaß gemacht. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Us!